Schönen guten Abend. Herzlich willkommen vielleicht zum Finale von Final Fantasy 5. Und es ist hell, wie man sieht. Hab einen hellen Hintergrund. Zeitumstellung, ne? Crazy. Das ist hell. Da sieht man ein bisschen mehr von diesem gut aussehenden jungen Mann hier. Ja, der letzte Dungeon. So sieht's aus, vermute ich. Wo bin ich hier? Im dimensionalen Riss. Also man schwebt quasi irgendwie durch Raum und Zeit gerade. Und ja, die Gegner sind stark. Es waren jetzt schon zwei Bosse dabei. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht einfacher. Deshalb bin ich gespannt, ob das hier heute zum Finale gebracht wird. In dieser Session. Das hängt, glaube ich, ganz allein von meinem Skill-Level ab. Aber ich bin zuversichtlich, dass das wird. Und ich glaube, ich sollte einfach voller Tatendrang da jetzt reinspringen und einfach loslegen. Und dann hoffentlich diesen ganzen Bums hier richtig schön wegömmeln. Let's go. Probieren wir's. Ich probier's. Und ihr könnt Zeugen sein, wie ich es probiere. So, wo sind wir? Da. Herr, steh mir bei, dass ich das überstehe. Was haben wir denn hier? Samurai, Schwarzmagier, Ninja, Weißmagier. Ich traue mich auch gar nicht, jetzt irgendwie noch Experimente zu machen. 24 Stunden Spielzeit, 94.000 Gil, da kann man ein bisschen was werfen. Was haben wir hier? Excalibur. Als stärkste Waffe. Stimmt, weil der Krieger ja optimiert wurde. Attacke 180, also der mit seinem Two-Handed. Das ist schon brutal. So, jetzt muss ich gucken, wo geht's, wo muss ich hin? Muss ich hier hin? Genau, hier war die Omega-Waffe, gegen die ich auf keinen Fall kämpfe. Da mache ich einen großen Bogen drum. Und hier war ein Boss, den habe ich zum Schluss noch fertig gemacht. Ne, der war hier drin. In dem Buch in der Mitte. Okay. Ein 1000 Jahre altes Buch. Vom Himmel stieg einst eine Bestie herab, Omega genannt, gefolgt von Shinryu, dem Drachen, brachten die beiden Angst und Schrecken über das Land. Selbst die Träger der 12 Waffen konnten sie nicht niederringen. Verbannt in die ewige Stille zwischen den Dimensionen sollen die Monster für immer ruhen. Auf dass ihre Namen fortan niemals mehr erklingen mögen. Aufzeichnungen eines Magiers. Das Geheimnis von Gigaflare. Man ist für einen Moment vollkommen wehrlos, während man Energie für die Ausführung dieses Spruches sammelt. Es ist also Vorsicht angeraten. Ich glaube, hier hat sich jetzt vielleicht was geändert, oder? Oh. Schissel die Dissel. Aber keine krassen Geheimwege, so wie ich das jetzt sehe. Keine Schatzkisten dafür. Hui. 4 FP, das ging aber schnell. Er soll mal ein bisschen warm spielen hier wieder. Ein Ninja.
Ah, die sind zu schnell oder was, dass ich die nicht treffe? Würde halt Sinn machen bei den Ninja, ne? Mal gucken, ob es mit Geld klappt. Wenn man die ein bisschen mit Geld bewirft, ob das was bringt. Einer ist schon weg. Ah, die sind zu schnell. Die treffe ich nicht. Ärgerlich. Aber er trifft wenigstens. Oh, gleich zwei. 5 FP. Stufe 36. Das sieht man doch gerne. Nochmal die zwei. Machen wir mal Blitz. Ein bisschen rösten. Und ein bisschen mit Geld bewerfen. Oh, 4-8 ist ordentlich. Und Fumashuriken. Ich würde ihm ja auch gerne die Fähigkeit plündern. Dann, wenn der ein paar Fumashuriken klaut, wäre das schon nicht schlecht. Oder hier wahrscheinlich ein Drachenzahn. Nicht drauf geachtet, ob ich was geklaut habe. 3, 6. Das ist schon nicht schlecht. Das ist eine ordentliche Quote, Drachenzahn, ja. Ich habe hier Angst. Ich habe hier ganz viel Angst. Ach du meine Güte, was ist das denn hier? Ein einziges Labyrinth. Stehlen fehlgeschlagen. Das. Oh. Der Meucheldolch schlägt wieder zu. Todesklaue. Probieren wir es. Ja, ganz in Ordnung. Das ist auch... Den Gegner einfach mit Geld bewerfen. Ist schon so eine Klasse für sich. Haben wir jetzt hier noch ein kleines Labyrinth, oder? Wie darf ich das verstehen? Thors Hammer erhalten. Mit dem Wurfangriffe ausgeführt werden können. Nicht schlecht. Plündern. Könnte ruhig mal mehr treffen mit seinen Klauen. Dass er mal ein paar tolle, schöne Items für mich mitnimmt. Frostschwert. Auf jeden Fall gut zum Verkaufen. Falls ich verkaufen möchte. Aber komme ich hier? Ist hier kein Geheimgang? Nichts irgendwie. Scheinbar nicht, ne? Gucke ich mal die rechte Seite. Eisengigant. Ha!
1, 4. Ei, der haut aber auch Angriffe raus, mein Gott. Also physisch darf man den, glaube ich, nicht angreifen. Das ist... Das mag der nicht. Ist der so stark? Probieren, keine Ahnung. Der verlangt mir ja alles ab. Aber die hinterlassen halt ein bisschen Geld. Huch, also den Eisengiganten brauche ich nicht nochmal. Der ist eine Nummer für sich. Hermesstiefel. Wer kann die... Kann eigentlich jeder anlegen, oder? Aber die machen halt nicht so viel. Sind halt schlecht in der Abwehr. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier geht's noch runter. Oh, da sind Menschen gefangen. Alter Mann. Was ist denn jetzt? Bin verwirrt. Was macht der alte Mann da? Dachte ich, befreie ihn aus dem Gefängnis. Jetzt greift der mich einfach an. Osmose geht nicht. Erinnerung ausgelöscht. Der alte Mann zeigt seine wahre Form. Jura Avis. Krötenpanzer gestohlen. Das ist ja fies. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Tja, das war's.
Damit konnte doch keiner rechnen, dass die alten Männer so eskalieren hier drinnen. Oh nein. Warum verfehlt er? Es ist nur ein alter Mann. Nicht mal das. 300 nur? Na, jetzt löscht er mich. Kann ich doch vergessen. Gott, ich müsste den ja dreimal da unten besiegen für diese Kiste. Ja, Gott, Leute, was immer ihr nehmt, nehmt weniger davon. Das ist doch krank. So, wer bist du? Halt! Seid ihr die Krieger, die im Besitz der Kristallsplitter sind? Ja, ich verstehe. Dann werdet ihr hier und jetzt euer Ende finden. Apokalyp. Wo bin ich hier reingeraten? Stufe 2 alt. Machen wir einfach mal den hier. Ah, es geht nur einmal, okay. Okay, ab gerade ist der noch ein bisschen angenehmer. Ach du Scheiße. Ich spreche es aus und auf einmal haut der so einen Scheiß-Move raus. Was ist hier falsch? 9.999. Einfach mal geheilt. Zwei, fünf nur, cool. Stufe wurde halbiert. Mach mal die Analyse einfach. 13.000 hat er noch. Anfällig für Gift. Hätte ich das mal gewusst. Schwarzmagie, Gift. Ja, 9.999.
Bringt das was? 3-1. Na, wenigstens einer ist weg. Ich müsste mal oben gucken, ob es eine Speicherkammer gibt, wo man sich auffrischen kann. MP plus 30%. Ha! Geiler Scheiß. Hoch. Hat sich ein bisschen gelohnt, der Kampf. Ein bisschen. Und Speicher natürlich. Ah, hier ist verschlossen. Aber gegen die Magier habe ich doch keine Chance. Rote Schuhe. Oh Gott, dreht euch um. Die hatte ich auch schon, die roten Schuhe. Sind, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber kann die. Ja, die kann nur der Tänzer tragen und der Allrounder. Das bringt mir halt herzlich wenig. Ist da eine Möglichkeit, irgendwie ranzukommen? Ne, das sieht mir unmöglich aus. Oh nein. Psch, Odin. Verfehlt. Ja, nett. Nett. 5000. Bringt das was? Immerhin etwas. Hast du da deinen Superdrachen? Cool, ich habe ihn geheilt. Wunderbar. Das macht Spaß. Das macht Spaß auf den Abend. Ah, was hat er denn? Stufe 61. 13.000, keine Schwachpunkte, Schwebezustand. Verheddern, natürlich. Fahren wir einfach mal die schweren Geschütze aus, die ganz schweren Geschütze. Den noch hinterher. Oh, der scheppert rein. Der scheppert rein. So, geht doch. Einfach mal die dicken Bomben rausholen. Geben aber keine EP mehr. Oh nein. Geh doch weg, Junge. Was mache ich denn? So, einmal Flair. Sanctus. Ah, schade. Hätte ich gleich raufgehen können.
bam, 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 bam. Das ist böse. Böse Aktion. Acht, ja, ganz okay. Bum, 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 bum. Das sollte doch auch machbar sein. Nochmal den Mahlstrom, so einen Sack aber auch. Ah, das sollte doch reichen. Jawohl. Ganz souverän. Jetzt aber nicht gegen den anderen Unok kämpfen. Das war jetzt schon ein Kampf zu viel. Und das ärgert mich. Geh doch bitte einfach runter. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht da. Geh runter. Ach, danke. Gott sei Dank. So, Regenbogenkleid. Auch der, also der Tänzer kriegt hier so geile Sachen. Ich weiß nicht, ob das ein Wink mit dem Zaunfall ist. Dass man so einen verfluchten Tänzer irgendwie mit dabei haben sollte. Habe ich mich gar nicht mit befasst bisher. Mit der Klasse. Löschspeichern. Und jetzt kann ich eigentlich rausgehen, oder? Oder gibt es hier Geheimwege? Scheint nicht so. Ich muss irgendwie anders da an den Seiten rankommen. Ah, der Bums ist zu. Cool. Gibt es hier unsichtbare Wege? Ei. So, was kann ich denn Fähigkeiten hier? Gänge finden. Ja, ich sehe keine Gänge. Das ist jetzt hier das große Rätselraten, oder? Och klar, natürlich. Klar, einfach mal die ganze Gruppe auseinandernehmen. Warum nicht? Der eine hat Stopp drauf. Ach, nochmal. Ein doppeltes Feuer, natürlich. Und ein Kometen hinterher. Na komm, mach hin. Na, das schafft er nicht mehr. Das war's. Vielen Dank. Oh. Endgebiet, ne? Alles reißt dir hier den Hintern auf. Aber so richtig. So richtig den Hintern aufgerissen.
So, gibt's hier irgendwie geheime Gänge? Irgendwas übersehe ich doch. Aber ich weiß nicht was. Was übersehe ich draußen? Aber hier war ich auch nur in dem Turm. Hier gibt es ja auch keinen Geheimgang. Dimensionsschloss. Karate Kick. Opa. Kompliziert, kompliziert. Komplizierter Dungeon. Hier ist versperrt. Ich komme nicht weiter. Da auf der anderen Seite sehe ich einen Hebel, ja. Irgendwie muss ich doch... Nee, gegen dich... Möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Fünfeinhalb? Ne, 5,2. Nicht ganz 5,5. Effektiv. Aber der frisst auch so viel Schaden. Der Kollege. Ich meine, der gibt ordentlich EP, ne? 10.000. Aber keine Gil weiter. So, was haben wir denn noch? Fliehen. Und dann kann es eigentlich doch nur hier unten weitergehen. Aber ich... Die Tür geht nicht auf. Ha! Verdammt, ich hätte speichern sollen vorher. Das war der Trick. Katastrophe. Oh, nee. Alles auf Angriff. Was ist los mit den Gegnern hier, ey? 1-2, das ist nicht das Wahre. Auch nicht gut geheilt. Jupp. Jupp. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren. Da sollte man sich vielleicht vorher heilen. Aber ich wusste ja nicht, dass der gleich so aggro ist. Wenn man ihn anspricht. Puh.
Womit könnte man es probieren? Ach, das Dämonenauge macht mir fertig. Bringt das was? 100 Gramm. Geiler Scheiß. Und jetzt den Erdstoß, natürlich. Boah. 2, 3 ist nicht so viel. Also ich kann es überleben, den Erdstoß. Muss dann aber ordentlich heilen. Gleich im Anschluss. Flair macht guten Schaden. Das ist einfach nervig. Mache ich das mal. Noch ein bisschen Tempo reinbringen in die ganze Sache. Zah, weg. So, der nächste ist weggeräumt. Was willst du, hä? Was willst du von mir? So, jetzt geht's auch weiter. Ich danke euch. Ich bin hier schon seit Ewigkeiten eingesperrt. Ich möchte mich erkenntlich zeigen. Schmatz. Okay, jetzt geht's. Jetzt läuft man einmal oben rum, oder? Meteoritenhagel. Ja, die schöne Todesklaue. Aber weg sind sie doch alle. Immer noch nicht. Weg jetzt. Geht doch. Was mir auffällt allgemein, die Gegner lassen nicht so viel Geld fallen. Wie ich es vielleicht sonst gewohnt bin. Von den Teilen zuvor, da war ich schon sehr reich zu dem Zeitpunkt. Hier gar nicht. Hier gar nicht. Da hält sich's mit dem Reichtum in Grenzen. Kannibale.
Das ist ein Dolch. Ein Tänzer. Nur wieder für den Tänzer. Das effektiv gegen Menschen ist. Oh, das macht mich wahnsinnig. Dass hier alles für diesen Tänzer ist. Ist der Tänzer so gut? Ich weiß es nicht. Aber ich kriege hier nur Ausrüstungsgegenstände, die ziemlich gut sind für den Tänzer. Aber ich habe keinen Tänzer in meiner Gruppe. Mithrildrache. Daher meine Frage. Ist der Tänzer so gut? Inflation kickt überall, da hast du auch recht. Die kickt wirklich überall. Auch hier in dem Spiel haben sie mir ein bisschen das Geld entzogen. Ich habe nur Angst, ne? Nur Angst, dass hier der nächste Boss um die Ecke lauert. So, machen wir das erstmal. Haha, ich bin der König. Oh. Für euch gibt es kein Entrinnen mehr. Ach, das ist die Alte, die mich geküsst hat, Nerd. Vielen Dank. Küsst keine fremden Frauen, das ist nicht gut. Das bringt nur Unglück. Denn mein Todeskuss hat noch nie seine Wirkung verfehlt. Ich werde mich gut um euch kümmern. Ihr werdet einen langsamen Tod sterben. So wahr ich Halikarnassas, der Herrscher über diesen Dimensionsschloss bin. Okay, cool. Sexy. Quark. Geil. Ahmad! Ringe Zerstörung, mein Freund. Halikarnassos. Energiefokus. Ich bin gebrochen. Was war das denn für eine Aktion? Macht die das immer nach einer Beschwörung? Okay, ich kann glaube ich nicht beschwören. Puh. Ah, ich habe eh nichts drauf. Das macht gut Schaden. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ich habe den Erzengel bei mir. Neun. Zack, zack. Schaden ist gut, Schaden ist gut. Wollen wir mal Gemach? Ah, schade. Also ich glaube, man darf sie nicht magisch angreifen oder ihn. Das weiß ich nicht, es. Jetzt macht es Schutz auf sich. Jetzt macht es eh keinen Sinn mehr anzugreifen. Mit Magie. Also einfach nur die physischen Angriffe rauf. Bis zum Umfallen. Sanctus ist ganz böse. Was ist denn hier los? Jetzt quarkt der mich auch noch voll. Oh Gottes Willen, diese Kämpfe. Der haut so Sachen raus. Wie viel hat er noch? Er, sie, es? 97. 2000, der ist gleich weg. Keine Schwachpunkte, okay. Das können wir so durchziehen. Ein Angriff noch.
Zack. Das war brenzlig. Das hätte auch ganz schnell schief gehen können. So, jetzt gehe ich aber trotzdem. Achso, ich wollte ja die Tür hier öffnen. Ach, die muss man immer wieder öffnen. Dachte, es wäre eine schöne Abkürzung. Auf jeden Fall hier unten. Langsam wird es knapp mit den Hütten. Ich hoffe, da kommt nicht mehr so viel. Wobei ein bisschen darf noch kommen, ne? Also ich will das jetzt hier nicht in einer Stunde fertig haben. Ah, naja, gut, das waren jetzt schon zwei Bosse wieder, die sich mir in den Weg gestellt haben. Ist da jetzt zu, muss ich jetzt wieder einmal außen rum. Das ist doch eine Frechheit. Das ist doch eine Frechheit von dem Spiel. Und dann noch so ein Eisengiganten. Ich kann nicht abschätzen, was noch kommt, ne? Jetzt können wir hier gucken. Dimensionsschloss. Interdimensionaler Riss. 16 von 22 Schatztruhen. Vielleicht kommt da doch nicht mehr so viel. Vielleicht kommt da doch gar nicht mehr so viel. Und der Spaß ist hier schneller vorbei als gedacht. Dann müsste ich noch ein bisschen improvisieren. Aber man muss ja erstmal den Endboss, ne? Xdev. Erstmal Xdev abwarten. Das ist, glaube nicht ohne der letzte Fight. Aber gut, das wird man sehen. Hier gibt es ein... Oh nee, will ich nicht. Einfach mal schnell weg. Da oben stand doch schon wieder jemand, oder? Och, der nächste Gegner. Aber jetzt wollt ihr das wissen, ne? Jetzt wollt ihr mich aber hier herausfordern. Ah. Bis hierher und nicht weiter. Vor euch befindet sich der Raum, in dem das Nichts versiegelt ist. Ich lasse euch nicht gewähren. Ach du... Du, Tanya. Was tust du mir an, Gemach? Es funktioniert. Es funktioniert. Flutwelle, ach du meine... Nicht gut. Mega Flair. Ja. Gut. Das könnte ein langer Abend werden. Das könnte doch noch ein langer Abend werden. Heilige Scheiße, ich habe ja gar keine Ahnung, was man dagegen machen kann. Na, mal gucken. Mal gucken. Liegt sowas wie Gift? Eher nicht.
Oh Gott, haut der rein, ey. Leck mich am Poppes. Da kann, bin ich ja... Schneesturm auch noch. Da bin ich ja nur mit Heilen beschäftigt. Vielleicht darf ich keinen Flair zaubern. Ha. Ha. Passe mal auf. Was haben wir denn an Ausrüstung? Ich liebe meine Genji-Fäustlinge. Ne? Ein Ring, der Wasser absorbiert und vor Feuer schützt. Würde schon mal die Flutwelle. Aber davon habe ich nur einen. Hermesstiefel. Reflektring. Hält nicht die Flutwelle ab. Das Mega-Flair, keine Ahnung. Boah. Also der Korallenring ist mal nicht so schlecht. Für sie? Probieren wir es mal.